Ja, François Schäfer, das sind 38 ganz tolle Menschen in Zürich, mehr Frauen als Männer, mehr Ausländer als Schweizer, die hier zusammen an Architektur, Städtebau und Forschung arbeiten und ein recht breites Feld an Projekten miteinander entwickeln. Ja, die Firma wurde gegründet von meiner Partnerin und mir. Meine Partnerin Hiromi Hosoi hat lange für Toyo Ito gearbeitet, ich länger für Wim Kohlhaas. We believe in people. And then also space and things. We propose sort of design to respond to that relation of such. Also ursprünglich bin ich Biologe, darum eben auch das Interesse an dieser lebensweltlichen Vielfalt, an Systemen auch, und eben natürlich der Wunsch, dann aber diese nicht irgendwie nur rein theoretisch zu recherchieren, sondern vor allem auch ganz real zu implementieren. Wir machen nicht nur einzelne Gebäude und Gebäudeprojekte, sondern wir sind wirklich daran interessiert, auch Nachbarschaften zu schaffen. We have quite a lot of public projects, which is our airport, and then also a Station Square. We are working on like a 5 or 6, let's say, architectural project at the moment. Und wir haben auch, würde ich sagen, eine besondere Beziehung zu Hamburg, seit wir dort an einem Städtebauprojekt in der Hafen City arbeiten durften. Seitdem arbeiten wir eigentlich immer wieder an unterschiedlichen Projekten und in unterschiedlichen Maßstäben in Hamburg. Wir haben dann für die IBA auch wieder an einem Wettbewerbsverfahren teilgenommen für das Elbinselquartier. Dort konnten wir in einem Verfahren, in dem auch die Bevölkerung stark mit einbezogen wurde, wiederum punkten. Das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass wir den Ruderclub planen durften, dies auch mit Ernst Quadrat zusammen. Ernst Quadrat ist extrem gut in der Ausführung, Sophia Schäfer ist sehr gut in der Konzeption. Und darin liegt eigentlich die Stärke, dass wir eigentlich diese beiden Fähigkeiten zusammen bündeln. Wir besetzen die Baustellen zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit einem verantwortlichen Bauleiter. Der Bauleiter ist rund um die Uhr vor Ort und kriegt schon die ersten Kontakte mit für die Erstehung des Verbaus, Erdarbeiten. Er ist ein Ansprechpartner für alle am Bau Beteiligten. Und diese Kenntnis, die wir damit erwerben, geben wir bis zum Ende der Baustelle nicht mehr ab. Und das, denke ich, ist der Vorteil von unserer Arbeitsweise. Mit Hosoi Schäfer Architekten haben wir eine sehr prozessorientierte Herangehensweise an Architektur. Das heißt, wir versuchen, das Projekt eher programmatisch zu sehen, zu schauen, was für Anforderungen müssen wir umsetzen, wie können wir Nutzer ganz spezifisch in den Prozess einbinden und wie kriegen wir dann am Schluss ein Projekt raus, was einfach ist, aber trotzdem sehr spezifisch. Und Ernst Quadrat Architekten haben die unglaubliche Fähigkeit, dieses Spezifische sehr einfach wiederum umzusetzen. Baugruppen sind für uns darum spannend, weil sie eigentlich die besten Programme, die besten Funktionsmischungen erzielen können. Wenn Menschen sich wirklich zusammenfinden, wenn sie zusammen sich vorstellen, was die gemeinsame Zukunft sein soll, dass dann einfach wirklich spannende Dinge geschehen können. Und diese spannenden Dinge umzusetzen als Architekten, ist natürlich das, was wir uns wünschen würden. Baugruppen sind eigentlich enorm wichtige Katalysatoren für vielfältige Quartiere, weil sie eben als Pioniere vorangehen, weil sie Nutzungsmischungen an einem Ort generieren können, die das ganze Quartier befruchten. Wichtig ist, dass man zuerst mal anhört, was die künftigen Bewohnerinnen möchten, was das Quartier möchte, dass wir vielleicht nicht zu sehr die Experten sind, sondern mehr die Übersetzungsleistung wahrnehmen und dann eigentlich Schritt für Schritt versuchen, diese Visionen zu schärfen und fachlich zu übersetzen, weil das eigentlich ein gemeinsames Produkt wird schlussendlich. Also ich bin ja bei Hosoi Schäfer Associates und vor allem liegt der Fokus da bei den Ausführungsprojekten. Das bedeutet, bei den Projekten, die auch in unterschiedlichen Größen Maßstäben sind, wir reden ja vor allem von Großprojekten, dass dort eigentlich die ganzen Planungs- und Bauprozesse ab dort aufgegleist werden. Deswegen ist eigentlich auch in der täglichen Arbeit das im Rahmen von der Gesamtleitung von einem Projekt. Spannend finde ich natürlich persönlich auch, ich nenne es mal so diese Nutzungshybride,
Das heißt, wenn da verschiedene Nutzungen zusammenkommen oder einfach verschiedene Interessen auch dort wieder in einem Projekt vermischt sind. Und dementsprechend kommt man ja schnell zur Grundfrage eigentlich. Was sind die einzelnen Bedürfnisse? Wie kriegt man die kombiniert? Beziehungsweise was gibt es auch für ein Potenzial an Synergien? Und macht daraus dann quasi eigentlich entwickelt auf der Basis das Konzept. Im Neugasse-Prozess, den wir für die Schweizer Eisenbahn entwickelt haben, haben wir dann wirklich mit einer Art Modellbauwerkstatt dieses ganze Areal zusammen mit den Menschen vor Ort entwickelt. Ja, wir haben zusammen Gebäude gebaut, haben diese begrünt, haben sie mit Ideen versehen, mit Funktionen versehen, haben diese Gebäude dann zusammengeschoben in kleine Nachbarschaften und haben diese Nachbarschaften dann wiederum zusammen auf das Areal gesetzt. Partizipation erlaubt es uns eigentlich, eine vielfältige Architektur zu generieren. Wir haben die unterschiedlichsten Wohnbauten bereits planen dürfen. Einerseits Wohnbauten, die wir über Wettbewerbe gewonnen haben, andererseits Wohnbauten, die wir auch über Aufträge erhalten haben. Innovativer Wohnungsbau bedeutet für mich, sich nicht an bestehenden Mustern festzuhalten, sondern Sachen auch neu zu denken, dass man Sachen hinterfragt und eventuell Synergien schafft, die bis jetzt noch nicht wirklich ausgereizt wurden oder gedacht wurden. Nachhaltigkeit bedeutet für uns einerseits natürlich nachhaltig zu bauen, effizient zu bauen, mit möglichst geringem Materialeinsatz, mit einer möglichst hohen Chance, dass auch gut rückgebaut werden kann, mit Systemtrennung, mit Materialtrennung. Natürlich auch möglichst mit lokalen, möglichst auch mit erneuerbaren Baustoffen. Holz ist spannend, Klinker ist spannend, spezifisch, wenn er auch in der Region produziert wurde. Nachhaltigkeit hat zudem zu tun mit einer guten Mischung von Menschen, die möglichst lange gut an diesem Ort leben können, sodass wenig Umzug passiert, dass stabile Gemeinschaften sich entwickeln. Was uns eigentlich am meisten beglückt, das Büro, ist, wenn dann ein Gebäude wirklich zu blühen beginnt, wenn dann wirklich zum Leben kommt, das macht uns dann auch wirklich glücklich. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen Überblick geben über unser Büro und über unsere Kooperationen in Hamburg. Sehr gerne würden wir im Elbinselquartier, das wir ja mitprägen durften, für eine tolle Baugruppe ein spannendes Projekt entwickeln.